Jetzt geht die Luzi ab, der Moment ist zu knapp, um den neuen Schutzgeist voll zu nutzen bei Let's Play Nioh. So, wir haben Enku erreicht, bekommen. Und er erhöht den Feuerschaden, wie ich das jetzt... Oh, irgendwie ist mir das noch gar nicht aufgefallen, dass es so einen Spezialwert da unten noch irgendwie gibt. Das ist ja nice. Okay, also der erhöht den Feuerschaden um 5% hier. Leider benutze ich keine Feuerwaffe, um das auszunutzen. Aber da versuche ich mir vielleicht mal gucken, ob das andere Dinge noch irgendwie was tun. Jedenfalls fehlen mir noch ein Geistwert, um sein volles Potenzial zu entfalten. Und deswegen werde ich wohl das ein oder andere Mal in Zukunft da noch was reinbuttern. So, ich gucke jetzt gerade nochmal. Wir haben... Achso, die haben wir erledigt. Gut, dann haben wir die Nebenmission Stufe 210. Da gibt's irgendeine Nachricht. Weg damit. Weg, 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 weg. 205. Das heißt, diese Nebenmission hier ist etwas einfacher. Dann probieren wir die mal. William, es ist eine Nachricht für dich eingetroffen. Darin steht nur, wir sehen uns am Seeufer. Ganryu. Irgendein närrischer Schurke muss Gerüchte über dich gehört haben und schickt eine Herausforderung, um sein Glück zu versuchen. Wir sind kurz davor, den Frieden wiederherzustellen, und doch gibt es immer noch reichlich Dummköpfe im ganzen Land. Wie wäre es, wenn du die Herausforderung annimmst und ihm zeigst, worauf er sich da eingelassen hat? Ich habe das Gefühl, er wird uns so unseren Hintern in kleine, feine Scheibchen zerteilen und uns zum Frühstück darreichen. Vielleicht wächst sie wieder nach. Ich habe das Gefühl, er wird uns ordentlich aufs Sackbrett treten. Toll. Toll hast du das gemacht da mit dem Teil. Ha! Haha! Du Lurch! Ich lebe noch, ich lebe noch. Aber nicht mehr lang. Na toll, ich denke, da ist er fertig und dann ist er nicht fertig. Der. Oh! Davor. So, es nimmt wieder auf. Sehr gut. Ich war auf dem Klo. Und das hat mir gut gefallen. Jetzt bin ich bereit. Haha! Haha, ich lebe noch. So, ich nehme mal was davon. Mächtige Schadenspitzen. Park, ich darf. Ja, geh ins Wasser. In dein nasses Grab. Der Saunafrische. Tu was. Du Tschatschabam. Ja, guckst du blöd, wa? Nein, mach den Bam-Bam-Bam. Genau, mach den Bam-Bam-Bam. Den richtigen Bam-Bam-Bam. Jetzt Champagne-Stuck! Ha! Scheiße! Jetzt zack! Jawohl! Zack, zack, zack! Alle wollen sich mit dem Anjin aufnehmen! Alle! Sogar du! Scheiße! Wehe! Wehe, du kriegst mich jetzt! Ja, guck mal, jetzt kommt der Zauberfloh! Ja! Ja! Boah. Und da ist er hinüber! Ha, hat sich echt gelohnt, aufs Klo zu gehen. Gib mir all dein Zeug, gib mir alles, Hatta! Ich werde dich farmen, wenn es dich anders geht. Bla 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 bla. Niemals. Wieso töten die mich eigentlich immer und ich lasse die am Leben? Ne? Die drohen mir sogar schon. Ich käme wieder. Ich werde dich nicht mehr besiegen. Ein Samurai mit einem Mutachi, sagst du. Das muss der bekannt Schwertkämpfer Sasaki Kojiro gewesen sein. Ich habe viel darüber gehört, wie mühelos er mit dieser riesigen Waffe umgehen soll, als wäre sie ein Körperteil von ihm. Man sagt, seit er ein Duell gegen einen Schwertmeister verloren hat, zieht er durch das Land und sucht noch stärkere Krieg... Moment, verloren? Duell gegen einen Schwertmeister verloren hat, zieht er durch das Land und sucht noch stärkere Krieger hier raus? Das ergibt irgendwie wenig Sinn.
Er müsste doch gewonnen haben, damit er die Motivation hat, es mit Stärkern aufzunehmen. Nicht, wenn er gegen so einen Hans Wurst wie mich verliert und dann sagt, ha, ich suche Stärkere, dann kriegt er doch mehr die Binden weichgeschlagen. Ich vermute, nachdem er gegen dich gekämpft und deine Technik gesehen hat, hat er wieder einiges zu grübeln. Doch da nun der Frieden in Reichweite ist, frage ich mich, was aus denen wird, die bestätigt ihr Geschick als Krieger verfeinern wollen. Es ist mir doch egal. Okay, dann der blutrote Wille. Gucken wir mal. Na, William, das neulich war tolle Arbeit. Unter anderem dank deiner Anstrengungen hat sich Sanada Yukimura in der Burg Osaka zurückgezogen und es wurde Frieden geschlossen. Auch die verfluchte Sanada Maru soll niedergerissen werden. Doch gerade als die Arbeit begann, tauchten seltsame Krieger auf und verhinderten es. Sie könnten Überbleibsel der Sanada-Streitkräfte sein. Sanada ist Liebe, Sanada ist Backen. Aber wo kommen sie her und was wollen sie erreichen? Tut mir leid, dass ich dir das aufbürde, William, aber kannst du herausfinden, was da los ist? Dann ist bestimmt Terence Hill nicht will, dass seine Hütte abgerissen wird. Am Rande des Flusses Nil, oder wo das gewesen ist. Ich rede von das Krokodil und sein Nilpferd, was ihr kleinen Jünglichen gar nicht mehr kennt. Die gute alte seichte Unterhaltung mit fliegenden Fäusten von Ratter Bratwurst Nui. Ich konnte mir die Texte nie merken, die sie eingesprochen haben im Deutschen. Aber nur gut. Wir sind hier. Und wir sind hier, um Ärsche zu treten. Und das tun wir doch. Vielleicht. Vielleicht kommt. Ja, es ist zumindest eine Nachtmission. Ne? Ne? Ja, es ist eine Nachtmission. Und hier ist bestimmt der Erste, der hinter dem Dings. Ich bin motiviert! Motiviert das! Also, hinüber ist er. Kann es sein, dass diese kleinen Hans-Wurst-Gegner mehr Amrita hinterlassen als der fiese Boss? Oh, das ist der Hundor. Hundor! Der Grausame! Hallo! Du kannst mich mal! Haha! Scheiße! Ich muss mich mal hier zurückziehen. Ich zieh mich zurück. Na gut, dann töte ich dich jetzt. Meine Rache ist hier. Hi. Niemals. Jetzt gibt's intelligente Kämpfe. Von mir. Hätte das gedacht. Niemals mit deinem Schlachtermesser. Niemals. Aua! Na! Er ist hinüber! Nie wieder wird er mich beherzigen! Ich meine, belästigen, dieser Belästiger! Du wolltest nur auf mein tolles Haferflockenabendessen gesocks. Ernsthaft? Moment. Schreien? Und. Schreien? Bin ich deppert? Wozu das? Ich nehm's mit. Das ist ja scheint ewig, dass mein Missionsschiff ein bisschen was länger dauern könnte. Ja, komm, geh da weg. Muss mir vielleicht nochmal Zeit nehmen, um coole Sachen zu schmieden. Für mich und meine tolle Sache. Oh, das ist das Zelt, wo der eine Fiesmann angegriffen hat. Was haben wir denn hier? Ein Boss. Der Überfall von übermorgen. Ach, da ist ein Hundi. Hundis töte ich immer wieder. Noch ein Hundi. Ja, du bist ein Hundi. Weg ist der Hundi. Oh oh. Ha! Noch nie wieder. Nicht matzig weg. Was? Da kommt ja noch einer. Das ist nicht gut. Aber der kann nichts. Was? Der lebt noch. Der kann noch was. Der kann leben. Könntest du was tun? Aua! Nein! Ha! Werd ich so niedertröten! So, nimm dies.
Ich habe es geschafft. Natürlich habe ich es geschafft. Hätte das irgendjemand anders erwartet, dass ich das nicht geschafft hätte. Egal. Na, doch nicht egal. So, wer ist der Nächste? Oh Gott, jetzt kommt direkt der Nächste. Hi, Nächster. Darf ich zuerst den hier vorne? Nein, darf ich nicht. Das ist Super Dog. So, Super Dog ist nicht mehr. No, weg damit. Wo kommt der? Oh Gott, es ist Kopfmann. Ha! Scheiße. So, ein Kopfmann ist weniger. Oh ja, haben wir damals gegen... Oh Gott. Mm-mm. Ernsthaft? Verdammt, ich möchte doch nur Zeugs tun! Der kommt doch nicht von oben. Ich muss erstmal den hier plätten. Oh Gott, das war knipplig. Oh, das ist doch Kaka! Ha! Jetzt bist du dran. Hoffe ich. Ein bisschen Ausdauer sammeln. Oh fuck. Das war ein knäppliches Sächelchen. Ja, geht doch. Und jetzt sind wir fertig. Nein, es ist Burgor. Oh Gott. Und natürlich kommt noch ein... Könntest du mal das Ziel wechseln? Ja, klar. Ich hoffe, die spawnen nie wieder nach, wenn man sie einmal besiegt hat. Jo, klar. Ihr seid absolut Kacke. Wie zum Henker soll man denn hier irgendwie die Übersicht bewahren, hä? Spawnen die hier kontinuierlich nach? Ich kann hier noch nicht mal diesen Kopf treffen. Ich kann meine Ziele nicht wechseln, weil meine Ziele sich nicht wechseln lassen, wenn ich aber am Ziel drauf bin, ey. Jo, das ist einfach fantastisch. So, wenn ich jetzt was sehe. Das ist... Genau! Pack mir hier 30.000 verschiedene Gegner gleichzeitig in den Ring, wovon alle irgendwie so übermäßig stark sind. Wow! Töte mich, töte mich. Ey, es ist einfach nur noch unglaublich. Boah, ey, das darf nicht wahr sein. Ching, 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 ey. Keine Ahnung, mit dem... Scheiße. Boah, das darf nicht wahr sein! Und natürlich bin ich... Ja, fuck, ey! Was zum Teufel? Das darf nicht wahr sein! Mach was, wenn ich Knöpfe drücke. Mach was, wenn ich auf den Knopf drücke. Mann, ey. Ich geh kaputt. Ey, normalerweise stehen doch hier nur rum und schießen. Warum kommt der denn jetzt? Ja. Ja, super. Es ist so toll gemacht. Es ist so toll gemacht. Ich
mir natürlich dieses Manöver auch. Ah, super! Komm mal her. Frag mich, ob der... Was trifft? Ist toll, dass ich den Scheiß nicht mal blocken kann. Eiskopf! Okay, war's das? Ja, das ist super. Yay. Uiuiui. Ich habe keine Ahnung, was jetzt gespawnt ist. Natürlich! Oh, das darf nicht wahr sein, diese Scheißtreppe! Komm mal in die Ecke hier. Er ist hinüber. Holy fuck, ist das ein Dreck gewesen hier. Ich hasse sowas. Hey, eine kaskadierende Spawnrate. Je mehr du erledigst, umso schlimmer wird's. Anstatt, dass man hier gescheit agieren kann und vielleicht sich einen Vorteil verschafft, indem man erstmal den Kleinmüll wegmacht. Nein. Dann hat also eine Gruppe von Geistern in der roten Rüstung alles aufgehalten. Das bedeutet, entweder haben sich einige von Yukimuras Gefolgsleute verwandelt oder die Geister des Takeda-Clans haben sich vom Totenbett erhoben, um ihm zu helfen. Sollte der Tiger von Kai zurückkehren, wären wir Anhänger der Tokugawa in einer bedrohlichen Lage. Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung. Am Arsch. Okay, jetzt haben wir der... Ach so, stimmt. Stimmt, ja. Die einfachste Mission, die gleichzeitig die schlimmste ist. Ich stufenaufsteige mich. Ui, das ging ja, das hat ja ordentlich was gegeben. Wahrscheinlich, weil ich erneut gestorben bin. Wir können also einmal Geist und einmal den Krams. Weil zwei Geist wären, glaube ich, besser. Wobei, ich nehme einfach mal Körper mit dazu. Ich weiß nicht, Herz bringt irgendwie nicht mehr viel. Aber jetzt, seit neuestem. Ja gut, ein paar Level-Ups habe ich ja hingekriegt. Ich probiere einfach nochmal, ob ich irgendwie eine Peil gegen den habe. So, zum Abschluss. Und wenn nicht, scheiß drauf. Dann gehen wir in der nächsten Folge ins nächste
DLC-Gebiet und haben da dann unsere Freude, wo wir noch unterlevelter sind. Vermutlich, vermutlich. Weiß ich nicht, ob es so ist. Vermutlich. Ja. Arsch. Hä? Ja. Ich meine, es ist ja cool, dass sie im Gegensatz zu einem Dark Souls tatsächlich richtiges Stamina-Management für Bosse, für menschenartige Gegner reingenommen haben. Es wird aber ad absurdum in höchstem Maße geführt, meines Erachtens nach, dadurch, dass die vom Prinzip her schon mal 500.000 Stamina von Anfang an haben, was sie erstmal verbraten müssen. Greifen. Ich meine, es ist so wusch, 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 wusch. Und dann mache ich noch weniger Schaden. Er macht seinen Finisher und ist sofort wieder am Angreifen. Jeder verkackte Bosskampf macht das. Greifen. Fantastisches Design. Fantastisches Design. Was soll denn? Oh. Das kann man, dem kann man doch nicht ausweichen, tut mir leid. Es ist zum Kotzen, ey. Nee. Er macht wieder nicht, dass man... Ja. Ja, super Angriff. Spam hier, Spam, 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 Spam. Er spammt die ganze Zeit den Kram. Ich komme nicht von ihm weg. Und weil er sofort darauf wieder schlägt, ich sofort auf verreck. Nimmst du dir den Kack? Hier. Von dem Zeug kann man nicht entkommen, habe ich das Gefühl. Ja, ich kann den Kopfschuss verpassen. Toll. Okay, ich kann den Kopfschuss verpassen und dann erledige ich ihn. Irgendwie. Ja, keine Munition mehr. Ihr habt das Gefühl, dieser Kampf ist so geil gemacht. Also ich glaube, das Einzige, wo ich sagen würde, da könnte ich vielleicht was tun, ist in dieser Phase einfach warten. Und dann einfach nur die andere punishen. Aber... Haha. Unendliche Reichweite. Aber das ist auch nicht schön. Ich selbst... Da darf ich nicht sofort wieder angreifen. Er macht eine scheiß lange Kombo und ich darf danach nicht angreifen. Oh.
Bin froh, wenn ich ihn einmal danach treffe. Das ist... Oh, cool. Oh. Ja, One-Shot. Sorry, das ist so ein Bullshit, dieser Kampf. Ich hab keinen Bock mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Hauptmission wieder. Bis dann, ciao.